Hallo, ich stehe wieder hier. Ich werde was tun. Was wohl? Konsumieren. Was wohl? Stand ja im Titel. Trinken. Und zwar, ich habe mich entschieden, normalerweise konsumiere oder trinke ich ja nur ein Produkt pro Video. Aber hier hatte ich schon immer, was mache ich hier? Die gibt's. Kann sein, dass es die einzeln gibt oder gab, aber eigentlich werden sie im Set verkauft. Und mir hat vor einigen Monaten, das ist der Knackpunkt an der Geschichte, ein freundlicher Mensch, einen nicht mein Stammhörer, kein Stammbla, sondern, wie ist er? Marcel? Tut mir leid, wenn es falsch war, aber ich glaube, Marcel hat mir ein Fanpostpaket geschickt. Und da war unter anderem das hier drin. Mal gucken, ob ich das jetzt schaffe oder es mir alles runterfällt. Yay! Na, nicht der tollste Thumbnail. Ah, jetzt. Schöner. Ein fast guter Thumbnail. Also, Animal Crossing. Game Flavor. Am Rand steht Flavor of the Game. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich nehme gleich Game Flavor, wie das Logo da oben ist. Das sind Teegetränke mit Animal Crossing Geschmack, wie man so sehen kann. Drei Stück, deswegen werde ich die jetzt alle drei verköstigen. Das Problem ist, ich hoffe, ich überstehe das ohne Schaden, nämlich ich habe gebummelt. Viel zu lange. Und Fakt ist, dieses Video seht ihr erst ein ganzes Stück, nachdem ich es aufnehme, aber ich habe es aufgenommen irgendwann nach Ende März. Und hier steht damals drauf, mindestens halber bis Ende März. Aber die waren jetzt die ganze Zeit im Kühlschrank und deswegen werde ich doch hoffen, dass die paar Monate extra noch verträglich sind. Sie sehen auf jeden Fall noch gut aus. Also wenn ich da irgendwas Reste drin schwimmen sehen würde, dann hätte ich es lieber lassen. Aber gut, egal. Also wollen wir es angehen und dann schauen wir mal, wie das so ist. Ich werde beginnen mit der guten Melinda, eigentlich ja Isabelle auf Englisch. Das sind immer so Sachen. Warum ändert Nintendo? Und hat bei Animal Crossing, warum hat fast jedes Viech, also wirklich, wirklich fast jedes, in den verschiedenen Sprachen verschiedenen Namen, auch wenn die Namen völlig harmlos sind? Isabelle gibt es doch bei uns auch. Warum kann die bei uns nicht Isabelle heißen? Warum heißt die bei uns Melinda? Keiner weiß es. Übrigens, eine Flasche 0,25, ich glaube, die sind kackteuer, die Dinger gewesen. 2 € würde ich gerne sagen. Vielleicht waren es auch weniger. Gab es auch ein Sixpack. Waren bei Amazon zu haben und irgendwie beim Hersteller selber. Und ich würde fast vermuten, dass es die heutzutage nicht mehr gibt. Weil wie lange läuft die Lizenz? Keine Ahnung. Also wenn ihr es noch irgendwo findet, könnte sein, vielleicht sind sie aber auch ein bisschen abgelaufen. Also wie auch immer, Melinda ist die fruchtige Motivation steht hier drauf. In diesem Teegetränk. Ganz wichtig, wie gesagt, es ist Teegetränk, direkt aufgebrüht. In dem Fall mit Holunderblüten, Orange und Vanille-Geschmack. Jo, klingt eigentlich gar nicht mal schlecht. Kuriose Mischung. Da vorne steht es auch nochmal. Moment. Bin ich jetzt blöd? Holunderblüte, Orange und Vanille. Habe ich gerade irgendwas anderes gesagt? Also hier vorne steht es auch nochmal. Orange, Holunder, Vanille. So, dann wollen wir mal. Hier ist wieder mein Testglas. Die Teegetränke muss man eigentlich nicht schütteln, oder? Hoffe ich jetzt mal. Ich schüttle es trotzdem mal, wenn es jetzt mir gleich ins Gesicht splutzt, was es nicht dürfte. Scheint ein bisschen. Dann schauen wir mal. Also erstmal öffnen. Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall noch trinken. Also, ich werde dann mal ein bisschen reinkippen. Nehme jetzt mal die Hälfte, weil ich ja drei von den Dingern habe, damit ich mich nicht hinten nach zugedöhnt habe. Zugedönst. Das reicht dann schon mal. Also, dann schauen wir mal, wie das so schmeckt. Also, ich würde sagen, der Holunder überwiegt im Geruch. Es ist noch genießbar auf jeden Fall. Würde sagen, ein bisschen dünn. Also, Tee kann man ja beliebig strecken, wenn man so will. Aber ich hätte gedacht, dass der ein bisschen kräftiger schmeckt. Ich müsste ja auch mal vielleicht so ein bisschen mit mehr Teegetränken experimentieren in den Drinkings. Habe ich sehr wenig bis gar nicht, glaube ich, bisher. Eistee und sowas komplett ignoriert. Muss ich vielleicht noch ändern. Kann man ja, geht ja alles.
Also das Vanille merke ich gar nichts. Orange kann man sich ein bisschen reinfantasieren. Holunder, ja, vielleicht auch. Also ich würde sagen, es schmeckt danach relativ sehr, sehr wenig. Es ist halt ein bisschen angeschmacktes Wasser, wenn ich so will. Ich glaube mal nicht, dass das am abgelaufenen Datum liegt, aber na gut. Wie auch immer, ja, probiert. Machen wir weiter mit Tom Nook. Tom Nook, der hat den gleichen Namen überall. Es ist eigentlich auch kurios, warum ausgerechnet er. Das ist die profitable Erfrischung, völlig überraschend, mit Zitrone, Granatapfel und Hibiskus. Das ist schon auch spektakulär. Weiß irgendjemand, wie Hibiskus schmeckt? Ich nicht. Zitrone, klar. Und Granatapfel ist, glaube ich, auch eher so ein bisschen bitter. Aber wie man sieht, die Farbe ist eindeutig dunkler. Erstaunlicherweise. Das muss vom Hibiskus kommen, denke ich mal. Dann noch einmal. Ui, oh. Jetzt habe ich nicht geschüttelt. Oh. Also gefühlt riecht es irgendwie herzhafter. Ich würde sagen, das schmeckt sehr wässrig und ziemlich dünn. Auch mal wieder. Ich weiß nicht, da steht, ich habe nicht geschaut, ob da gezuckert ist, dieser Tee, aber der ist auch nicht bitter. Also Tee ohne Zucker ist eigentlich tendenziell immer ein bisschen bitter. Egal, was man einmischt, aber süß ist eigentlich auch nicht. Das ist eher mal so mittendrin irgendwo. Also Zitrone merke ich mal so überhaupt nicht. Vielleicht ist es der Hibiskus. Keine Ahnung. Also man kann es trinken. Aber ich finde es hochgradig unspektakulär. Naja, und zum Abschluss haben wir dann noch KK Slider. Der ist noch ein bisschen dunkler. Der Saft. Und das ist der schwungvolle Mix. Mit Kirsche, Heidelbeere und Kräuter. Kräuter ist eine super Angabe. Ja, mit Kirsche und Heidelbeergeschmack. Direkt aufgebrüht. Steht nur hinten drauf. Da ignorieren Sie dann die Kräuter. Was heißt das schon Kräuter? Was ist Kräuter? Ach so, hier kann man auch besser lesen, weil das Label ein bisschen dunkler ist. Was steht hier noch? Ohne künstliche Süßstoffe, Konservierungsstoffe und Farbstoffe. Okay. Zutaten: Aufguss aus Früchte- und Kräutertee. Aha. Heidelbeere, Johannisbeere, Holunderbeere, Zitronen, Melisse. Alles Mögliche halt, ist ja auch egal. Naja, probieren wir es. Dann wollen wir mal. Alle guten Dinge sind drei. Ui, warum? Ich glaube, das habe ich gerade schon mal gesagt. Aber hier auch wieder, vom Geruch her wirkt es ganz süßlich anregender. Soll ja schwungvoll sein. Schauen wir halt mal, ob es schwungvoll ist. So, dann schauen wir mal. Ja, also das ist schon auf den ersten Sip erkennbar. Der hat ein bisschen mehr Geschmack. Da kommen die Kirsche und Heidelbeer schon durchaus raus. Also ich glaube, es ist vor allem die Kirsche, die hier ein bisschen mehr raussticht. Also nicht besonders stark, aber mehr als zuvor zumindest. Also aber wer auf deutliche Geschmacksnoten steht, ist bei solchen Tees wahrscheinlich falsch ansortiert. Aber. Also, das fand ich jetzt noch am besten. Aber ich muss sagen,
Es ist, da bezahlt man schon ganz eindeutig den Namen. Mein Gott, also wie gesagt, arschteuer. Da kriegst du einen Energy Drink, ist billiger. Ich glaube sogar Red Bull ist billiger. Wahnsinn. Mei, Gimmick ist ganz nett. Hält länger als versprochen offensichtlich. Zumindest bin ich noch nicht umgekippt mit Krämpfen im Magen oder irgendwas. Aber es ist halt einfach wässriger Tee, den man ohne Zucker trinken kann. Es ist nicht bitter, aber auch nicht wirklich süß. Es ist halt einfach da mit bisschen erahnbarer Geschmacksnote, aber auch in keinster Weise für mein Empfinden. Ich habe irgendwie meine Haare total im Chaos heute. Ist egal. Ja, es hat halt was, aber... Naja gut, also nochmal danke an den elenden Spender von vor Pi mal Daumen einem halben Jahr. Wenn ich deinen Namen falsch hatte, es tut mir leid, aber damals habe ich ihn richtig abgelesen, das weiß ich auf jeden Fall noch. Und wie man sieht, ich versuche es nicht verkommen zu lassen. Ich habe den Fehler letztes Jahr, glaube ich, mal gemacht, dass mir eine Handvoll Getränke definitiv zu alt geworden sind. Da traue ich mich nicht mehr ran. Die waren noch nicht im Kühlschrank. Hier schon, es hat funktioniert. Und ja, ich hoffe, wir haben jetzt alle was gelernt. Ich weiß nicht was. Vielleicht haben wir gelernt, dass diese Tees nicht so spannend sind, dass man 11 Minuten lang mit ziemlich wenig Inhalt füllen kann, dass ihr euch jetzt fragt, was und wieso, aber egal. Zu spät, wenn ihr das jetzt immer noch seht. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.